Bei Heuschnupfen hält das Immunsystem der Betroffenen eigentlich ungefährliche Pollen und Gräser für bedrohlich und startet eine Abwehrreaktion. Antikörper flitzen los und lösen Entzündungen in den oberen Atemwegen aus. Die Folge sind Juck- und Niesreiz, Fließschnupfen und geschwollene Schleimhäute. Aber Allergiker haben deswegen kein schwächeres Immunsystem als Nicht-Allergiker. Denn für Allergene sind andere Antikörper zuständig als für Viren und beide können problemlos gleichzeitig arbeiten. Auch während also bei Menschen mit Heuschnupfen sogenannte IgE-Antikörper die Allergene attackieren, sind die für die Virusbekämpfung wichtigen IgG-Antikörper allzeit bereit, das Coronavirus anzugreifen. Die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst hat deswegen offiziell erklärt, dass Allergiker nach aktuellem Wissen kein erhöhtes Risiko tragen, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren. Genauso besteht kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Das gilt für Kinder und Erwachsene. Und für alle Formen von Allergien. Pollen, Milben und Lebensmittelallergien sowie für allergisches Asthma. Lediglich bei einem schweren Asthma, das mit einer Störung der Lungenfunktion einhergeht, könnte ein erhöhtes Risiko bestehen. Ohne Rücksprache mit seinem Arzt sollte jetzt niemand seine Medikation ändern. Insbesondere medikamentöse Sprays, auch wenn sie Cortison enthalten, unterdrücken das Immunsystem nicht. Für Allergiker gilt wie für alle anderen. Der beste Schutz sind Abstand halten und regelmäßige Händehygiene.